Oh, Chat. Nee. Oh. Die Folge verlangt alles ab. Wir sind in Runde 1. Eins, zwei, wie viele sind da auf einem Haufen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sechs Leute. Das ist wirklich sehr doof. Das ist sehr, sehr, das ist wirklich ein sehr, sehr doofer Zeitpunkt vom Mercedes gewesen. Also ich denke, das würde ihm sehr leid getan haben, weil er stand vernünftig auf der Bremse und er hat ihn wirklich nur ganz, ganz leicht angetippt. Aber jetzt auch mal an der Stelle von dem Ferrari hier, ne? Warum gibt der Gas? Warum gibt der Ferrari da Gas und schiebt auch noch wie so ein Wahnsinniger? Ist das der gleiche Ferrari? Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. Oh, das ist so. Also der, für den Mercedes als auch für den BMW ist das richtiges Pech. Das ist ja wirklich der erste 3 Tage Bann, wo wir den Hammer schwingen, wo ich den echt nicht gerne schwinge. Das ist ein Massencrash in Runde 1. Das gibt 3 Tage Pause. Und dann mal kurz, ich muss noch schnell die Akten bearbeiten hier. Ich muss noch mal kurz ein bisschen was anpassen, Leute. Müsste es nicht für den Fefe die gleiche Strafe geben? Das geht nicht. Das geht nicht, weil der Ferrari wurde nicht reported. Der Ferrari wurde nicht reported, das geht nicht. Oh, das ist die wildeste Folge auf dem ganzen Planeten. Das ist die wildeste Folge Jutke Dizzy auf dem ganzen Planeten. Für diesen Unfall NFA, sonst 1-0? Nee, absolut nicht. Das funktioniert so nicht. Wir können die Regeln da nicht einfach so hinbiegen, wie wir es wollen. Es ist ein Crash. Da sind 5 Autos involviert. Das ist laut Regelwerk ein Massencrash. Erste Runde, 3 Tage Bann. Das geht nicht anders. Wir können die Regeln nicht so machen, wie wir da gerade Lust drauf haben und ob wir Mitgefühl haben oder nicht, weil Mitgefühl gibt es da nicht. Doch, weil die einfach reinholzen und den Unfall einfach ignorieren. Der Angro, willkommen in einem Massencrash. Wir haben das Regelwerk, gelbe Flaggen zu beobachten. Okay, cool. Wir gehen doch noch mal rein und gucken uns den an. Und zwar nämlich aus folgendem Grund, weil das ist nämlich Quark mit Soße. Pass auf. Und ich zeig dir auch warum, Angro. Hier ist keine einzige Flagge zu sehen. Hier ist keine einzige Flagge zu sehen. Null. Und alle Autos, die hier drinnen beteiligt sind, sehen auch jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Flagge. Ich verstehe diesen Punkt, ne, hier vorne, kein Gelb. So, wenn wir uns jetzt umdrehen, pass auf. Da ist der Streckenposten, hier. Jetzt kommt die gelbe Flagge und das ist vorbei. Die Flagge kam just in dem Moment raus, als der Crash schon vorbei war. So, jetzt können wir uns alle darüber ärgern und ich verstehe den absoluten Standpunkt, oder nee, nicht den, ich verstehe den Standpunkt der Menschen, die jetzt gerade sich das ansehen und sagen, boah, krass, Alter, die fahren da alle rein wie die Idioten, warum wird denn der Mercedes jetzt bestraft? Aus dem ganz einfachen Grund, weil er diesen Crash verursacht hat, 5 Leute involviert sind und das Ding ist geritzt. So, wenn jetzt der Ferrari reported werden würde von jemand anderem, dann könnte der Ferrari für sein Verhalten auch eine Strafe kriegen. Hat aber keiner gemacht. So, also ist hier mit Mitgefühl, du kannst Strafen nicht verteilen mit Mitgefühl, das geht nicht. Weil ein Regelwerk ist ein Regelwerk und an das haben wir uns zu halten. So, jetzt könnte man sagen, okay, cool, wir geben einfach no further action, weil die Leute das geschoben haben. Was aber Quatsch ist. Weil in jedem Fall, den du gerade beschrieben hast, hat irgendeiner gepennt und ist reingefahren. So, aber dafür muss es ja trotzdem Strafen geben. Weil sonst wäre das ja hier ein absolut straffreier Raum.
Und das funktioniert nicht. Und wie du gerade schon gesehen hast, dein Argument mit der gelben Flagge, was ich übrigens schon gegengecheckt habe und nur das immer nicht aufzähle, hier ist keine gelbe Flagge gewesen. Zu keinem Zeitpunkt des Unfalls war dort eine gelbe Flagge. So, und jetzt nochmal, wenn wir uns das nochmal in Ruhe ansehen, an welcher Stelle soll man hier jetzt reagieren? Alle stehen auf der Bremse, du bist hier, an der Stelle bist du auf dem Gas. Er bremst sofort, bremst natürlich scheiße, darüber müssen wir jetzt nicht quatschen, aber er ist sofort auf der Bremse und reagiert. So, der außen reagiert auch, steht auch auf der Bremse. Die wollen alle vorbei, weil sie einfach, naja, Menschen sind, die gerne Plätze gut machen wollen dabei. Und der nächste, der hier reinfeuert, steht auch auf der Bremse. Wo willst du denn da jetzt hin? Also mit welcher Argumentation willst du das Ding denn hier rechtfertigen? Geht nicht. Er bremst 3 Sekunden für 5. Ja, es ist absolut korrekt. Ich kann ihn aber nicht bestrafen. Versteht ihr das? Ich kann ihn nicht bestrafen. Selbst wenn ich ihn bestrafen wollen würde, kann ich das nicht tun. Das funktioniert in diesem System nicht. Und genau deswegen ist es kacke und deswegen macht das hier auch gerade keinen Spaß. Deswegen habe ich das vorhin so betont. Ein Regelwerk ist trotzdem ein Regelwerk. Und an das Regelwerk hat man sich zu halten. 5 Leute, Runde 1, Crash, Massencrash, 3 Tage Pause. Zurück zur Regel damit. 3 Tage ist zu hart. Absolut gar nicht. Nochmal. Und das ist auch das letzte Mal, dass ich das sage. Und dann ist hier nämlich vorbei mit dem Ding. Ein Regelwerk ist ein Regelwerk. Und dort steht was niedergeschrieben. Und in diesem Fall 5 Autos, Runde 1, 3 Tage Pause, 1 SR abgezogen und TP20. Fertig. Und das ist nicht zu hart. Das steht da geschrieben. Und das weiß jeder, der da teilnimmt, weil du nimmst nämlich die AGBs und auch das Regelwerk an, wenn du dich für LFM anmeldest. Und nach Gefühl handeln ist nicht. Und das funktioniert nicht. Weil dann hat nämlich jeder ein anderes Gefühl, der sich das anguckt. Deswegen Gefühle oder das ist zu hart oder wir wollen kuscheln und wir wollen uns lieb haben, ist hier nicht. Auch wenn es nicht schmeckt, muss das durchgedrückt werden. Und mir schmeckt das auch nicht. Mir schmecken ganz viele Dinge einfach gar nicht. Am Ende des Tages ist das Regelwerk da und an das hat man sich zu halten. Nächster Fall. Oh, ich glaube, der könnte gut werden. Das ist übrigens die letzte Runde dieses Rennens. Ja, ich meine, was will man dazu sagen? Also es gibt echt viele Dinge, die man schönreden kann und Leute in Schutz nehmen kann, aber hier kann man echt nichts dazu sagen. Das ist einfach voll intentional abgekürzt. Das ist einfach, ach scheiß drauf, Digga, komm, wir machen jetzt noch einen Platz. Dafür nehmen wir noch einen Cut mit. Let's go. Und der Witz an der Sache, er wird, glaube ich, sogar, wenn ich das jetzt richtig sehe, kommt er hinten noch schneller raus und verliert den Platz noch. Können wir das bis zum Ende sehen? Wo ist die Start-Ziellinie? Hier oder da vorne? Ne, hier, ne? Ja, da. Also ich würde sogar fast meinen Arsch noch darauf verwetten, dass er den Platz nicht bekommt. Nee, den Platz bekommt er nicht, glaube ich. Also das war sehr, sehr eng auf Start und Ziel. Am Ende des Tages sind das 3 Tage Pause, by the way. Und die kommen aber richtig mit Genuss und Hass. Vielleicht sollte ich nicht so oft Genuss und Hass machen. Vielleicht sollte ich nicht so häufig Genuss und Hass machen. Naja gut, dann müssen wir halt... Alter, das kann... Jetzt sind es 3 Stücke. Okay, ja, also, 3 Tage Pause, unsportsmanlike... Eieieiei, das war aber auch, also... Übrigens möchte ich jetzt noch mal einmal ganz kurz einen Satz verlieren zum Regelwerk. Das Regelwerk ist übrigens mit Absicht genauso wasserdicht und alibi-sicher gebaut, wie es ist, damit keine Endlosdiskussionen auftauchen. Wie wir ja hier relativ häufig sehen und auch eben gerade in dem Fall sehen,
gibt es sehr oft Gespräche, die gut sind hier, weil das ist ja hier an der Stelle soll es ja ein lehrreiches Format sein, dass Menschen was mitnehmen. Du möchtest aber nicht bei 100 und weiß der Geier, wie viel 1000 Fahrern täglich Diskussionen mit Menschen führen, weil Entscheidungen getroffen werden, weil ein bisschen Spielraum drin ist. In Rennligen oder in Live-Rennen ist das ein bisschen anders. Hier sind daily, gehen hier über hunderte Rennen über den Tisch und hier kommen tausende Reports jeden Tag rein. Wenn wir bei tausenden Reports jeden Tag nach Gefühl handeln und ein bisschen Spielraum lassen, spricht sich das sehr schnell rum und du hast sehr oft sehr viel Diskussion. Und diese Diskussion möchtest du einfach nicht haben, weil hier geht es ja nicht darum, jeden Tag tausend Reports abzuarbeiten. Die Rego macht das erstmal in ihrer Freizeit und hat, denke ich mal, weitaus bessere Sachen zu tun, als sich jeden Tag mit Menschen auseinanderzusetzen, die unzufrieden sind mit ihrer Reportentscheidung, was ihr gutes Recht ist, als dass wir jeden Tag noch mehr Diskussion führen, weil bei irgendeinem Fall eine andere Entscheidung getroffen wurde. Und genau deswegen ist das Regelwerk bei LFM wasserdicht gebaut. Und genau deswegen drücke ich das hier für euch, dass ihr das mal versteht, jedes Mal so durch. Das, was da geschrieben ist, zählt zu 100%. Nicht, was ich fühle, ob ich Mitleid habe, ob ich das ein bisschen anders auslegen möchte. Diesen Spielraum darf es nicht geben und diesen Spielraum sollte es auch nicht geben. Weil, wie gesagt, hier machen das Menschen in ihrer Freizeit, die verdienen kein Geld damit und die wollen nicht jeden Tag tausende Diskussionen führen. Okay, also nur, dass die Menschen das mal verstehen mit dem Regelwerk, warum das so ist, wie es ist. Auch wenn es nicht schmeckt. Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder? Meine Herren, was ist das für eine Folge? Runde 1. Wir haben keinen Ton, aber das ist nicht schlimm. Yeah, I might. What time is the bus line at 10 o'clock? Okay, wir sollten den Ton ausmachen. Wer weiß, was da für private Sachen besprochen werden. Okay. Eins. Können wir das nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen? Eins, zwei, drei, vier, vier. Man sieht das nicht. Das sind drei. Das können wir nicht werten als Massencrash. Eins. Das sind drei. Warte mal, bei ihm ist das jetzt hier ein schwarzer Porsche und ein roter Ferrari. Das ist der Porsche. Vier. Der auch noch. Das sind nur vier. Das sind nur vier. Drei, der Ferrari vier. Also wenn man wirklich ganz viel Augen zudrücken möchte, ne, dann kannst du den am Anfang auch noch mitzählen von dem McLaren. Aber der fährt halt einfach geradeaus weiter.
Ja, also auch wenn es nicht schmeckt, aber es geht in die Richtung, ja. Hätte der Mercedes noch weiter außen fahren können? Also ich meine, der McLaren steht da. Der steht ja wirklich. So, das hier kann alles passieren. Der steht auf der Bremse. Ich meine, der hätte früher auf der Bremse stehen können. Aber keiner fährt in dieses Auto rein. Also im Grunde genommen ist er ja gar nicht der Verursacher des Massencrashes. Oder des Crashes. Der McLaren ist ja gar nicht der Verursacher des Reports für den Mercedes. Also ich meine, der McLaren hätte früher auf die Bremse gehen können. Okay, das kann man ihm vorwerfen. Aber er ist nicht der Verursacher dieser Kollision, weil er steht da. Also, naja, vielleicht schon, weil der Porsche muss ja irgendwie ausweichen. Und, na, das Ding ist halt, die Kameraperspektiven sind scheiße. Weil der berührt ja auch nicht mal den Porsche. Also der Porsche weicht ja selber. Also im Grunde genommen hätte der Porsche theoretisch reportet werden müssen für das wahnwitzige Ausweichen. Aber ganz ehrlich, mir liegen hier an der Stelle nicht genug, mir liegt nicht genug vor, weil er berührt den Porsche nicht. Der Porsche zieht halt einfach sinnlos, also wirklich, Entschuldigung, dass ich das so sage, sinnlos nach links, ohne Denken, was okay ist, weil es ist Startprozedere. Und dadurch entsteht dieser Crash. Aber für einen Massencrash, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein bisschen dünn für 3 Tage. Hätte er dann einfach reinfahren sollen? Nee, er hätte einfach bremsen können. Weil er ungebremst ausweicht, wie du siehst. Der Porsche steht nicht auf der Bremse und fährt einfach dran vorbei. So. Und fährt einfach rüber. So, er hätte halt bremsen müssen. So, das Ding ist halt, solche Entscheidungen zu treffen, ist ultra scheiße. Weil du verlierst Plätze dadurch und niemand möchte Plätze verlieren. Das richtige Verhalten vom Porsche wäre gewesen, er hätte bremsen müssen. Und das hat er nicht getan. Und fährt halt dran vorbei. Er weicht ihm aus, okay. Aber damit schiebt er ja den anderen, Ferrari, schiebt er einfach rüber. Und ich bin ganz ehrlich, für einen Massencrash reicht das nicht. Also zumal der Mercedes ihn reportet. Und dann in diesem Fall ist der Mercedes von diesem Crash nicht betroffen. Und das ist mir auch zu hart für einen 3-Tage-Bann. Also das ist auch kein 3-Tage-Bann. Also für das hier kann der McLaren nichts. Er steht immer noch da, steht auf der Bremse, der Porsche weicht aus. Kann alles passieren, ist kein Vorwurf, nicht schlimm. Wie gesagt, Startprozedere, Millisekunden, um Sachen zu entscheiden. Aber das ist kein Massencrash. Nee. Und die Entscheidung, also das gebe ich nochmal zurück, dass ich das nochmal Leute angucken.